Ich bin Lydia Keck, ich bin 18 Jahre alt und mache meine Ausbildung als Bankkauffrau bei der Kreissparkasse Waiblingen. Also bei mir war es so, ich habe meinen ersten Termin zum Bewerbungsgespräch verpeilt. Also das war mir natürlich auch ein bisschen peinlich, aber ich wurde dann auch direkt zu einem zweiten Gespräch eingeladen und dann dachte ich zuerst, okay, bestimmt nehmen die mich jetzt sowieso nicht, weil ich ja dann nicht so zuverlässig bin und sowas. Aber dann war ich zu meinem zweiten Termin da und wurde ganz freundlich empfangen und mir hat es total gut gefallen, die Atmosphäre dort, wie die Leute mit mir dort umgegangen sind und dann hat es am Ende trotzdem geklappt. Also am Anfang von meiner Ausbildung wurde ich auch auf kleineren Filialen eingesetzt. Dort durfte ich dann am Schalter mithelfen oder auch schon in Kundengespräche mit reingehen. So im Beratungsgespräch merkt man ja ziemlich schnell, ob man Kunden weiterhelfen konnte oder nicht. Und das macht einfach einen selber auch total glücklich, wenn man merkt, dass ein Kunde zufrieden ist. Mir selber macht es einfach total viel Spaß, das dann zu sehen. Also meine Freunde und auch meine Familie, denen ist sehr aufgefallen, dass ich mich weiterentwickelt habe, weil ich habe damals auch mit 16 angefangen und jetzt bin ich 18. Und in den 2 Jahren ist sehr viel passiert bei mir persönlich. Da bin ich einfach extrem gewachsen und jetzt führe ich schon die Kundengespräche selber und muss da die Verantwortung übernehmen. Also mir ist sehr wichtig, dass ich mich mit den älteren Kollegen, aber auch mit den Mit-Azubis und jüngeren Kollegen gut verstehe. Und zu den Azubis habe ich eine sehr, sehr gute Verbindung. Und es ist auch so, dass wir sehr viel Zeit in unserer Freizeit miteinander verbringen. Ich habe da auch eine von meinen besten Freundinnen kennengelernt. Wir gehen ganz oft zusammen essen oder treffen uns am Wochenende und machen da ganz viel zusammen. Kreissparkasse Waiblingen ist ein sehr, sehr enger Zusammenhalt.